Über 1 Million Euro teuer und mehr als 2000 PS. Hamid in der Automobilen Champions League bei Ex-Nationalspieler Patrick Ovomoyela. Mein Corsa linke Seite und da war das? Du warst das. Sein heutiger Auftrag führt ihn zum Autohändler von Lionel Messi nach Barcelona. Normalerweise verkaufen wir solche Autos in Spanien nur an Fußballprofis. Schesel in Niedersachsen. Luxusautohändler Hamid Mossadegh ist auf dem Weg zu einer Immobilienfirma. Chef Rufen Stieghahn hat einen ganz besonderen Wunsch. Er will ein Auto, das im Wert steigt. Hi, grüß dich. Hamid, hallo. Grüß dich. Schön, dass du passt. So, Rufen, weshalb bin ich hier? Wir suchen ein Auto. Okay. Wir sind ein Partner von mir und ich. Okay. Hast du irgendwelche Vorstellungen? So? Soll ein Sportwagen sein? Gern was Limitiertes vielleicht. Okay. Innenausstattung auf keinen Fall irgendwie wie schrill. Außen? Außen ein Rot funktioniert, ein Dunkelblau. Und kommt natürlich auf das Auto an, was genau. Wir finden. Aber das auch außen autobezogen. Ja. Ich hätte gern schon, wenn möglich, unter 10.000 Kilometer. Mhm. Dass das wirklich ein frisches Auto ist. Mhm. Wir reden hier auch nicht über einen Oldtimer oder sonstiges. Nein. Du möchtest schon ein aktuelles Auto haben. Gib mir mal einen Preisrange. Wo bewegen wir uns ungefähr? Also, ich sag mal, mehr als 350, 375, dazwischen, da ist das Limit. Ne? Also haben wir ein Budget von 350.000 Euro bis max 375. Ja. Ne? Ich mache mich auf die Suche. Wir suchen schon ein perfektes Auto. Also eins mit wenig Kilometern, eins, was man sich wirklich wegstellen kann und sagen kann, so, das ist jetzt unser Sammlerobjekt. Hamid will im 230 Kilometer entfernten Löhne einen Supersportler checken, der ins Profil passt. 675 PS stark und knapp 400.000 Euro teuer. Wir haben hier sehr spezielle Autos stehen, den Porsche Speedster, den Lamborghini Gallardo, Performante, hier in GT3 RS. Das zeigt, dass der Laden hier sehr, sehr speziell ist. Aber wir sind wegen den 675 LT da, 500 Stück nur produziert. Das Auto soll brachial sein. Der McLaren 675 LT kam 2015 auf den Markt und wurde nur 500 Mal gebaut. In nur 14 Tagen war der Supersportler ausverkauft. Kein Wunder. Gegen diesen Engländer würde sogar James Bond seinen Aston Martin tauschen. 326 km/h schnell und jede Menge Carbon. Mit nur 1500 Kilometern ist der McLaren so gut wie neu. 379.000 Euro will der junge Verkäufer dafür haben. Du verkaufst mir das Auto? Richtig, genau. Okay. 675 LT, Longtail. Okay. Wie alt bist du denn eigentlich? Ich bin 20 Jahre jung. 20 Jahre? Und dann verkaufst du schon so ein Auto? Ja. Und das wäre das erste Auto, was du verkaufst? Nee, das ist nicht das erste. Also, wie fehlte? Es gab ein paar dazwischen. Komm, erzähl jetzt, Es sind bis jetzt drei gewesen. Ich meine, der Junge verkauft sein viertes Auto, wenn ich das Auto kaufe. Ansonsten bleibt er bei drei. Ich erwarte jetzt, dass du alles vom perfekt mir erklären kannst. Natürlich. Mit 20 musst du mir alles erklären können jetzt. Richtig. Okay, alles klar. Ja, ist halt ausnahmslos das gesamte MSO-Package für Interieur und Exterieur. MSO steht für? McLaren Special Operations. Sehr gut. Und da kommt halt zum Beispiel die Carbon-Spiegel, Carbon-Spoiler. Okay, Carbon-Radläufe. Carbon-Radläufe, genau, richtig. Also da kann man wirklich nicht mehr aufhören, von Carbon zu sprechen. Der Spider wiegt gut 1,3 Tonnen und braucht nur 2,9 Sekunden, um von 0 auf 100 zu spenden. Genauso kurz wie ein Lamborghini Aventador. Der McLaren ist ein Auto für einen Kenner, weil viele können den McLaren gar nicht einschätzen. Was ist das für ein Auto? Wo bewegt er sich preislich? Und so weiter. Ein Ferrari kann jeder einschätzen, ein Lamborghini kann jeder einschätzen, ein Bentley, ein Aston Martin, der ist sofort da. Aber in Sachen Supersportwagen und Performance ist das Auto zurzeit absolute Spitze. Was hat das Auto an Listenpreis gehabt bei McLaren? Der liegt knapp bei 415.000 Euro. Okay. Das ist einer der wenigen Fahrzeuge, die jetzt auf einmal von 415 379.000 willst du haben, ne? Richtig, 379, knapp 380. Ist das, was ihr euch vorgestellt habt? Das, was wir auch haben möchten, richtig. Okay. So, aber wie kommt es, dass eine limitierte Ausführung den Preis verliert und nicht gewinnt? Denn dieser McLaren wurde nur 500 Mal gebaut.
die erst ausgelieferten Autos wurden auch circa zwischen 490.000 bis 550.000 Euro gehandelt. Bis auf einmal die Welle an produzierten Autos kam und dann hat jeder das Auto inseriert. Und dementsprechend waren so viele Autos auf dem Markt und daher ist er immer wieder am Purzeln. Es kann gut für uns werden, auch wenn das Auto jetzt unter Listenpreis gehandelt wird. Hamid spekuliert darauf, dass der McLaren im Wert steigt. Erst recht, da dieser neuwertig und voll ausgestattet ist. Vorne. Genau, Lenksäule ist auch elektrisch verstellbar. Wir können ins Internet gehen. Navigation, alles per Touchscreen. Es ist auch das MSO Carbon-Lenkrad. Ja. Kostet knapp 3.200 Euro Aufpreis. Und dann noch 30.000, da kommt Rückfahrkamera, Liftsystem, Telemetrie und so weiter. Da kommt alles dazu. 75.000 Euro an Extras. Für 75.000 Euro kauft sich manch einer eine E-Klasse. Und das ist hier nur als Option drin. Und das muss man verstehen. Probefahrt? Machen wir. Alles klar. Los. Der V8 Biturbo ist ein Höllenaggregat, das im Umkreis von 500 Metern klarstellt, hier kommt etwas Gewaltiges. Also von Sound her auch gigantisch. LT steht für Longtail, benannt nach einem Rennwagen von McLaren. Genau so soll diese Straßenversion fahren. Guck dir diese Lenkung an. Direkter geht's nicht mehr, oder? Unglaublich. Also du bewegst ihn ganz bisschen, der ist sofort da. Du sitzt richtig safe in dieser Schalensitze drin. Übersicht nach hinten ist grottenschlecht. Hamid fährt zum ersten Mal einen LT. Wie fühlen sich seine 675 PS an? Jetzt geben wir mal Gas. Jetzt. Mein Gott. Oh mein Gott. Geil. Oh mein Gott. Und jetzt sind wir in der Kurve. Das Auto liegt aber auch super da. Die Leistung wandert komplett an die Hinterachse. 0 auf 100. Komm. 0 auf 100. So, bist du bereit? Alles auf Rennmodus. Track, genau. Launch. Bremse voll durch. So, Druck bereit und jetzt geht's los. Da hat es erstmal meine Organe komplett nach hinten gedrückt. Riechst du das? Riechst du das? Ja, es riecht nach verdammt viel Spaß. Das Auto ist einwandfrei. Ich habe sogar noch Tränen in den Augen. Ja. Weinst du oder freust du dich? Auf so Freudentränen. 2,9 Sekunden versprechen sie uns nicht zu viel. Nee. Oder? Aber der Spaß kostet. 379.000 Euro möchte Jungverkäufer Alex erzielen. Ob Hamid da mitgeht? Jetzt kommt es darauf an, Auto Nummer 4, ja oder nein? Richtig. Das Auto ist gut. Das Auto fährt sich spitze. Dein Preis ist nicht perfekt. Ja, es tut mir leid, aber das ist einfach das, was wirklich dieses Auto wert ist. Und allein, was da an Extraoptionen drin steckt, so wie das Auto hier steht, findet man das auch für diesen Preis nicht im Netz. Genau, deswegen sag mir einfach, was du dafür haben möchtest und ich sag dir ja oder nein. Ein 5.000er. Also 5.000 Euro. Richtig. Kommst du mir noch entgegen. Genau. Das heißt, wir kommen auf einen Preis von 374.000 Euro, aber du bringst mir das Auto nach Hamburg. So machen wir das. Okay, super. Es gibt ein Auto für 330.000, 334.000 Euro, sogar als Neuwagen noch. Aber der hat null Carbon. Und das, was den McLaren so auszeichnet, ist das Carbon-Paket außen und innen. Und diese Vollausstattung, Sonderlackierung. Ein vergleichbares Auto gibt es nicht. Aber es gibt andere limitierte Supersportwagen. Hamid reist nach Barcelona. Denn dort steht ein Ferrari 458 Speziale zum Verkauf, den es so angeblich kein zweites Mal in Europa gibt. Hamid will checken, ob der Wagen hält, was der Verkäufer verspricht. Es geht hier darum, checken, Probe fahren und dann erst bezahlen. Niemals vorher bezahlen. Ein Autokauf für über 300.000 Euro ist nicht ohne Risiko. Gerade in Südeuropa kann man Überraschungen erleben. Hamid hat gute wie schlechte Erfahrungen gemacht.
Das sieht alles sehr gut aus. Du kannst in Spanien auch unheimlich viel Pech haben, dass du in so einen Hinterhofhandel gerätst und dass du dann ganz schnell wieder nach Hause fliegen möchtest. Dieser Händler ist auf die edelsten Luxuskarossen spezialisiert. Verkäufer Daniel erwartet Hamid bereits. Lass uns mal zum Ferrari 458 Speziale. Ja. Na klar, machen wir. 605 PS, V8-Motor, limitiert auf rund 1800 Stück. Neu gibt es den Speziale nicht mehr zu kaufen. Dieser kostet 320.000 Euro, 45.000 über Neupreis. Verkäufer Daniel ist der Autohändler der spanischen Fußballprofis. Gut möglich, dass dieser Ferrari einst Lionel Messi oder einem anderen Superstar des FC Barcelona gehörte. Ein richtig schönes Auto, Rosso Corsa. Das Auto hat minimale Steinschläge vorne, aber das ist gut für mich. Es ist schlecht für Daniel, weil ich einen besseren Preis dann brauche. Ne? Ja, das ist einfach so. Denn selbst kleine Schäden können hier richtig teuer werden. Eine neue Felge beispielsweise kostet 1.500 Euro. Da haben wir hier, we have hero problem. Ja. Da haben wir ein Problem. Hier ist eine kleine Delle. Und hier wurde auch, man sieht auch genau hier an der Kante, muss er mal am Parkplatz hochgefahren. Der hat dadurch die Reifen kaputt gekriegt und auch die Felgen. Aber die Felgen hat er versucht nachzulackieren. Das geht nicht. Das sind pulverbeschichtete Felgen. Und pulverbeschichtete Felgen kannst du nicht nachlackieren. Deswegen muss die komplette Felge noch mal neu pulverbeschichtet werden. Ja. Und wir müssen die Reifen austauschen. Die Reifen, genau. Der Speziale ist nur 6.500 Kilometer gelaufen. Hamid will wissen, woher kommt der Ferrari? Ganz wichtig, die erste Seite vom Scheckheft musst du prüfen. Es muss ein Aufkleber drin sein, weil sonst ist es ein Duplikat. Und da steht auch immer erst ausliefernder Händler drin, in dem Falle Rosso Corsa in Milan. Und dann kommt der erste Service. In Deutschland, beim Ferrari-Händler in Deutschland. Yes. Ja, der erste Besitzer kam aus London und lebte in Großbritannien und Deutschland. Okay, okay. In Italien ausgeliefert, ein englischer Erstbesitzer, dann kommt das Auto nach Spanien, kriegt aber einen Service in Deutschland. Ja. Ja. Daniel. Hamid hat weitergeforscht. Denn in Spanien kann man im Gegensatz zu Deutschland sein Auto beleihen. All diese Informationen werden bei der Zulassungsstelle gespeichert. In Spanien können die Autos, so wie in Deutschland, die Häuser beliehen werden. Wenn du im Worst Case das Auto kaufst, mitnimmst nach Deutschland, du hast einen Kaufvertrag, du hast eine Rechnung, du hast es überwiesen, du hast es sogar in Deutschland zugelassen. Trotzdem könnte der Gläubiger in Spanien das Auto bei dir beschlagnahmen, weil es sein Auto ist im Endeffekt. Kostet 14 Euro bei der Zulassungsstelle, dauert circa einen Tag, dann hat man die ganze Information. Es geht um über 300.000 Euro. Ist der Wagen schuldenfrei? Okay. Das Auto ist sauber. Ist sauber, ja. Das Auto ist nicht beliehen. Hamid checkt das Herzstück des Ferrari, den V8-Motor. Ventildeckel und auch hinten die Lüftungsanlage, das ist immer original vom Werk in Carbon. Aber die seitlichen Motorraumabdeckung, das ist ein Extra. Da liegen wir ungefähr bei 8.500 Euro. Insgesamt stecken über 40.000 Euro Extras im Ferrari. So, Wetter ist perfekt draußen. Ja. Probefahrt? Okay. Warum nicht? Wir sind in Spanien. Auf geht's. 2015 war der Ferrari V8 der schärfste Straßensaugmotor der Welt. Eine Granata Bombastica. Das Auto ist mega cool auf der Straße, ist Wahnsinn. Das ist mega cool. Und 325 km/h schnell. Den Sprint von 0 auf 100 schafft der Supersportler in nur 3,0 Sekunden. Wie ist das zurzeit in Spanien mit Luxusautos zu handeln? Ist es so einfach oder ist es nicht so einfach? Das ist in der Tat sehr schwierig. Solche Autos werden in Spanien nur von Fußballspielern gekauft. In anderen Ländern ist es einfacher, aber hier sind diese Autos einfach zu teuer. Hamid ist interessiert. Jetzt geht's um den Preis. 320.000 Euro soll der Ferrari kosten. Viel Geld. Dennoch könnte der Speziale aus Spanien ein gutes Geschäft werden.
Auto würde in Deutschland circa bei 335 bis 340.000 Euro liegen. Die Historie ist perfekt, Kilometerzahl ist super, das Auto steht unheimlich sauber da. Du möchtest 320.000 Euro von mir haben. Daniel, sag mal einen Preis. Ich kann ihn dir für 317.000 Euro anbieten, wenn dir das passt. Von 320.000 Euro kommt der Spanier auf 317.000 Euro. Das sind 3.000 Euro. Da muss mehr kommen. Der beste Preis für dieses Auto ist 317. Das ist der beste Preis, den du mir anbieten kannst? Der beste Preis nur für dich. Das sind ja nur 3.000 Euro. Ich weiß, dass du gerne verhandelst, aber das ist mein letztes Angebot. 317. Okay, mir bleibt nichts anderes übrig. Es ist ein Spezialer mit der Laufleistung, mit der Ausstattung, mit der Historie. In so einem Zustand bleibt mir nichts anderes übrig, als hier einfach Ja zu sagen. Ist einfach so. Okay, Daniel. Ja? Ja. Er weiß ganz genau, was er hat. Das Auto wird nicht mehr produziert. Das Auto steigt kontinuierlich zurzeit im Preis. Der ist perfekt ausgestattet. Und auch wenn der Kunde jetzt das Auto nicht abnimmt, ich kaufe das Auto so oder so. Hamid schlägt zu. Für 317.000 Euro wechselt der Ferrari den Besitzer. In einer Woche kommt der Speziale nach Deutschland. Hamid fliegt zurück, um ein weiteres Angebot zu checken. Von Düsseldorf geht es nach Dortmund. Hier wartet bereits der nächste Italiener. Ein Lamborghini Aventador, gefahren von Ex-Fußballprofi Patrick Ovomoyela. Ovo, grüß dich. Mein Freund. Na, wie geht's dir? Gut, alles selber? Gut? Muss man. Alles gut. Freut mich, dich wiederzusehen. Patrick Ovomoyela. Zweimal deutscher Meister mit Borussia Dortmund und 11 Spiele für die Nationalmannschaft. Heute ist er als Berater und Fußballexperte tätig. Er ist kein Maskottchen, der sich verstellt oder sowas. Der ist einfach ehrlich und so, wie er ist. Und das macht ihn so interessant. Mit so einem mega cooles Auto, Mann. Ja, das ist es tatsächlich. Ja. Nichtsdestotrotz habe ich dich ja nicht ohne Grund angerufen. Ja. Ist einfach nicht mehr die Zeit für mich. Ja, okay. Ja, ich habe hat sich viel getan. Mhm. Und im Moment ist es einfach so, dass ich kaum dazu komme, das Auto zu fahren. Ich habe nun familiär mehr zu tun. Ich habe beruflich bin ich viel unterwegs. Und das ist nun auch nicht das einzige Auto. Aber für die Zwecke, die ich dann ein Auto brauche, brauche ich Autos, wo ich die Familie eigentlich mitnehmen kann. Also wir reden hier Aventador, Pirelli. Yep. 100 Stück produziert. Genau. In der Farbkombination 10 circa. Richtig. Die Pirelli Edition ist eine Rarität, die sich rein optisch von der Serie unterscheidet. Hier an den roten Streifen zu erkennen. An der Technik des Lamborghini hat sich nichts geändert. 12 Zylinder und 700 PS. Der Allrad jagt in 2,9 Sekunden auf Tempo 100. Neu hat die Pirelli Edition 320.000 Euro gekostet. Wie viel Ex-Fußballprofi Patrick Ovomoyela für den Kampfstier haben will, weiß Hamid noch nicht. Ich meine, du hast das Auto jetzt 2 Jahre, wie viele Kilometer? Um die 8.000, also so gut wie nicht bewegt. Alter Schwede, das ist echt nichts. Steinschläge gibt es nicht. Der Lamborghini hat eine Schutzfolie in Wagenfarbe. Die Felgen haben aber Treffer kassiert. Ja, was soll ich dazu sagen? Alter Schwede. Das ist bei dem Auto halt dann auch mal so gut. Siehst du ja nicht, was da unten ist. Klar, der sitzt ja selber tief. Klar. Aber ich glaube, das ist alles noch im Rahmen. Das kann man noch herstellen. Nur, dass du es gesehen hast. Ja, ich habe es gesehen. Ansonsten, ja, was soll ich mir hier anschauen? Nein, der ist im Schuss. Der ist echt gut. Serviceintervalle hast du alle machen lassen? Alle machen lassen? Super. Eine Inspektion kostet rund 3.500 Euro. Manche wollen sparen und legen selbst Hand an, was bei Fußballern allerdings nie vorkommt. Ich mach mal kurz die Motorhaube auf. Ja, gerne. Du weißt, wo geht die Motorhaube auf? Komm. Ich war da nie dran, das war immer der Service. Ich das ist immer ein geiles Zeichen. 12-Zylinder Sauger. Cool. Das ist schon eine Mordskarre. Ja. Also, es ist dann auch immer wieder traurig, wenn man so einen Schluss fasst und sagt, ja, vielleicht trenne ich mich mal davon, vielleicht rufe ich einen Hamid an. Ja. Und dann stehst du wieder da, guckst dir dieses Biest an, immer. Fährst das Auto auch noch mal immer einen Augenblick. So, ja, immer so, ja. Ja. Ich starte mal den Motor, ja? Ja, mach. Super. Das Biest hat 700 PS, die im Stand fast harmlos klingen.
Lamborghini hatte mit diesem dicken V12-Motor ein Problem. Ein brandgefährliches. Die Rückrufaktion war ja in dem Sinne die falsch gelegte Tankentlüftungsleitung. Ja. Viele sind abgebrannt, da hat der Lamborghini schnell reagiert. Das heißt, wir können jetzt in Ruhe fahren. Alles durch, wir können gerne fahren. Also, alles klar, komm. Setz dich an Steuer und los geht's. Du kennst dich hier in Dortmund aus? Ich kenne ein paar Strecken, wo du auch mal drücken kannst. Der Aventador ist gerade mal 1,13 Meter hoch. Eine Highspeed-Flunder, die selbst Luxusautohändler Hamid jede Menge Respekt einflößt. Ich bin jetzt seit 10 Jahren dabei, ne? Ja. Und immer wieder, wenn du dich in so einem Auto reinsetzt, ist es immer wieder faszinierend. Ne? Es ist einfach so. Ja, dann, das sind Emotionen. Ne? Absolut, also, absolut. Man fühlt das oder man fühlt es nicht. Ja, klar, klar, klar. Ja, klar, so ein Wagen löst sofort etwas aus. Klar. Patrick steht auf schnelle Flundern. Zeitweise standen in seiner Garage 5 Autos und 2 Motorräder. Man wird älter und man wird definitiv weiser, trennt sich dann von vielen Dingen. Aber es war damals so. Man konnte es sich leisten, man wollte mehrere Sachen haben. Und wenn man sonst immer entscheiden musste, ging damals halt vieles gleichzeitig. Ich hatte mal so einen Hammer mit so 24 Zoll Felgen. Ja, ja. Das war auch schon, wo die Leute dann gedacht haben, was ist denn mit dem eigentlich los, so ungefähr? Da fällt ein LKW durch die Stadt. So. Ja, ja, ja. Der Hammer ist Geschichte. Und jetzt soll auch der Lamborghini weg, obwohl sich Ovo nur ungern trennt. Er hat auch untenrum genug Kraft, um ihn locker zu fahren. Der Motor macht das alles mit. Ja. Durch die Zylinderabschaltung ist das natürlich gut. Du fährst ja bis 130 km/h mit 6 Zylinder, ab 131 km/h dann mit 12 Zylinder. Und das macht, dass das Auto jetzt wesentlich ruhiger fährt als erste Serie Aventador. Okay. So, hier kannst du jetzt mal gehen wir mal in Corsa-Modus. Da war das? Du warst das. So, und jetzt gehen wir runter. Der wilde Stier schafft 350 km/h in der Spitze. Dann wird es richtig laut. Ah, so, und jetzt geben wir mal ein bisschen Gas. 249. Meine Zöpfe hupfen hier rum. Ja gut, Fahrkomfort ist hier nicht so gegeben. Oder? Ja, aber du willst ja auch die Straße spüren. Ja, klar, klar, klar. Du willst ja spüren, was los ist. Aber auch die Lenkung, auch bei 250. Genau, kannst du einmal kurz. Das ist unglaublich. Der Aventador ist seit 2015 im Wert gestiegen. Und Ovo Mojelas Pirelli Edition befindet sich im Top-Zustand. Welchen Preis ruft der Ex-Fußballer für das Sammlerstück auf? So, ich würde mal sagen, die Probefahrt, das war echt mega cool, ne? So. Aber jetzt mal Butter bei den Fischen unter uns Hamburgern. Du hast das Auto damals erworben für 3,30. Ich biete dir an. Komm. Ist immer wieder geil. Aber ich würde sagen, wir liegen so zwischen 3,40 bis 3,45. Ich habe mich auch ein bisschen erkundigt, natürlich, was die Autos im Moment so bringen. Und da lässt du dich natürlich als Verkäufer auch immer von ein bisschen inspirieren. Ja. Und da gibt es schon Autos, die ich finde vergleichbar sind. Die liegen so um die 3,80. Das ist natürlich ambitioniert, aber ich habe schon gedacht, dass wir uns irgendwo in der Region 3,70 sowas treffen, muss ich ganz ehrlich sagen. Was ich machen kann, ist 3,55. Komm, ich gehe doch 3,60 mit, dann hast du 30 glatt Gewinn gemacht. Alles klar, danke dir. Ich danke dir. Stoßen wir drauf an, mit Wasser. Mit Wasser. Hamid schlägt zu und kauft den Lamborghini in der Pirelli Edition. Damit hat er heute fast 700.000 Euro ausgegeben. Denn den Ferrari 458 Speziale hat Hamid ebenfalls gekauft. Und der McLaren? Ich weiß nicht, wo McLaren hingeht. Für ein Limited Edition 500 Autos, dann schon im Preisfall, ist ein bisschen gefährlich, jetzt da ranzugehen. Der Speziale, den habe ich schon gekauft. Den Aventador habe ich jetzt gekauft. Beide kommen bei mir im Laden. Ich bin mal gespannt, wofür sich der Kunde entscheidet. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass er sich für beide Autos entscheidet. Das heißt, ein Auto wird definitiv bei mir bleiben, aber da habe ich kein Problem mit.